Willkommen, willkommen. Es gibt einen neuen Hype mal wieder im Internet und der geht eigentlich nicht um Tech, würde ich jetzt mal sagen. Aber alle meine Tech-Kollegen probieren das aus und ich habe mir das auch vom Fuchs ausgeliehen, der mich ein bisschen darauf hingewiesen hat. Und ich finde es ultra spannend, dass man diese Fidget-Spinner-Dinger für nur noch 1,50 Euro teilweise online kaufen kann. Es geht natürlich nicht um Amazon. Amazon habt ihr hier ein paar Links unten, wo ihr ein paar verschiedene Farben aussuchen könnt von diesem schönen, interessanten kleinen Spielzeug. Aber ich zeige euch gleich aus der Nähe auch, wie es genau ausschaut, worauf ihr achten müsst bei dem Fidget Spinner, beziehungsweise was für verschiedene coole Versionen es davon gibt und was für kleine Tricks man damit machen kann. Weil ich habe das Ding jetzt vielleicht aktiv mal eine halbe Stunde benutzt und natürlich drehe ich damit nicht nur rum, sondern ich probiere es auch von einer Hand in die andere Hand zu schmeißen. Und ich zeige euch noch gleich ein, zwei Objekte, mit denen man das natürlich auch hier ein bisschen lustig betreiben kann, aber an sich, der Hype dahinter ist einfach nur der, das ist ein kleines Spielzeug, es ist, macht ein bisschen Spaß, ich habe es meinem Dad gezeigt und der so, wieso sollte man sowas kaufen oder wofür geht das, und dann habe ich es in die Hand gedrückt und der hat auch mindestens 5 Minuten damit rumgespielt, weil einfach ist, ganz spannend ist, dass wir hier einfach diese ganz einfachen Kugellager haben, die ihr von euren Inline-Skates, von euren Skateboard oder sonst woher kennt, das sind eigentlich genau die gleichen Kugellager hier, also an sich relativ billig, auch wenn ihr selber ein 3D-Drucker habt, zu bauen, eine Farbe dann selber auszusuchen und die dann zu bauen, könnt ihr natürlich auch machen, aber die gibt es mittlerweile auch sogar in leuchtenden Versionen, also wenn ihr das so dreht, dann fangen die an hier zu leuchten und das ist natürlich auch dann ganz witzig und vor allem das Üben, dass man hier so kleine Tricks macht, dass man es nur auf einem Finger balanciert oder dass man es auch von einer Hand in die andere Hand schmeißt und so ähnlich. Gibt es ja ganz viele Videos schon im Internet drüber, die millionenfach aufgerufen werden, deswegen wollte ich euch auch nur ganz kurz mal ein kleines Hands-on zeigen und zeigen, wie viel man ungefähr nach einer halben Stunde von so einem Fidget Spinner erwarten kann und was man damit so alles machen kann. Also gehen wir ein bisschen näher und ich zeige es euch mal von der Perspektive hinter der Kamera. So, jetzt habt ihr schon ein bisschen zum Hintergrund gehört, zu dem Fidget Spinner. Jetzt schauen wir uns das Ganze noch aus der Nähe an. Wie gesagt, hier im wunderschönen F4K, wo wir hier die natürlich kleinen Spindel sehen, die sich ganz gut drehen hier, auch auf der Außenseite. Also man kann auch theoretisch so ein bisschen damit spielen, macht allerdings nicht ganz so viel Sinn. Wir werden es in der Mitte einfach nur anfassen und hier drehen lassen. Also wir sehen, können schon auch noch ein bisschen anstupsen, dreht sich das schon hier relativ lange. Aber dadurch, dass jetzt schon wirklich ein paar Wochen im Einsatz sind sogar, weil der Fuchs von uns mir die ausgeliehen hat, spüre ich schon ein bisschen in der Mitte, dass sie sich nicht ganz so klar und einfach drehen, wie wahrscheinlich in den ersten Tagen. Deswegen kann man diesen Industrie-Spray kaufen und da dann auch immer mal reinsprayen und dann wird das Ganze sich einfach noch leichter drehen. Aber wie ihr sehen könnt, auch so schon dreht sich der relativ gut. Aber was mache ich jetzt eigentlich mit so einem Ding? Eigentlich kann man damit so rumspielen, dass man es einfach nur, wie gesagt, auf einem Finger probiert zu balancieren. Das könnt ihr schon so nach 2-3 Minuten rumprobieren. Hier mit dem Spinner ganz einfach machen. Jetzt dreht er sich nicht ganz so schnell. Umso schneller er sich dreht, umso leichter bzw. schwerer ist es auch teilweise. Dann, was man machen kann, ist durch Probieren von einer Hand in die andere Hand den Spinner rüberzugeben. Das geht eigentlich auch ganz gut. Das könnt ihr mal zwischen Freunden probieren. Das ist eigentlich auch so ein ganz lustiges kleines Minispiel. Man kann auch probieren, dass man, wenn er sich nicht mehr drehen würde, den einfach so ein bisschen so hin und her bewegt und dadurch probieren, die Rotation aufrecht zu halten. Da braucht man aber relativ viel Übung für. Was allerdings am spannendsten ist, wahrscheinlich ist, von einer Hand in die andere Hand rüberschmeißen, was relativ viel Übung braucht, aber nach schon so 10 Minuten habe ich es, glaube ich, einmal geschafft, und wenn er dann mal doch auf den Boden fallen sollte, passiert nicht allzu viel, weil er aus einem schönen harten Plastik hier, aus dem 3D-Drucker habe ich das Gefühl, hier gemacht worden ist, aber nach einer Zeit natürlich gibt es so ein paar Schrammen hier an der Seite, die dann das Drehen natürlich nicht beeinflussen zum Glück und natürlich nicht ganz runter bis zu den wirklich wichtigen Teil hier vordringen. Probieren wir es nochmal mit dem von einer Hand in die andere rüberschmeißen. Ich habe es vorhin vor 2-3 Minuten auch schon mal wieder geschafft. Jetzt habe ich es auch schon wieder fast geschafft. Ja, jetzt, da. Ihr habt es gesehen, von einer Hand in die andere. Dann kann man natürlich noch die Länge ein bisschen ausweiten. Und was man auch noch machen kann, ist andere Objekte mit dazu nehmen. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier einfach mal eine Flasche genommen und dann dreht er sich auch oben drauf. Und das schaut natürlich auch lustig aus. Da muss man auch schauen, dass er dann auch nicht runterfällt. Also es gibt ganz viele kleine Spielmöglichkeiten. Ich schaue, was ich euch noch so als mit dem Fidget Spinner vorstellen kann, weil, wie gesagt, es gibt den ja auch nochmal mit den LED-Lichtern. Da bin ich auch nochmal gespannt drauf, wie die ausschauen. Und ich bin gespannt, ob ich wirklich den Hype hier aufrecht, nicht aufrecht halten kann, aber wirklich damit dann auch wirklich täglich spielen würde, nur weil es bei mir auf dem Tisch liegt und ich gerade keine Lust habe, mit dem Smartphone rumzuspielen und damit man wirklich ein bisschen davon wegkommt, dass man ständig irgendwas Technisches in der Hand hat und dann auch mal bisschen die Feinmotorik ein bisschen mit so einem kleinen Spielzeug üben kann, was ja, wie gesagt, nicht zu teuer ist. Schaut euch einfach die Links unten an und sucht euch eine Farbe aus und probiert es einfach aus, den Fidget Spinner. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Balázs Gál und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für weitere viele lustige Videos im Technik- und Gadget-Bereich.